The pump, the pump, the pump, the pump. Angekündigt, es wird Videos geben von mir parallel zu den Rev One Videos und wir sind angekommen in Alicante, alle jetzt da und wir haben gerade ein aktuelles Thema, sehr aktuell und da dachte ich, ich schalte die Kamera mal ein. Um was geht's hier gerade? So eine schöne Kamera. Um die größte IFBB Bodybuilding Hoffnung Deutschlands, um den Urs. Schöne der Grüße an dich. Urs hat, falls das einer nicht mitbekommen hat, Kachi Linz kennt Kalle Miracle Bear. Der Urs hat übelst abgeliefert in Tampa, in Mexiko auch schon, aber er hat eine richtige Ochsentour durchgezogen. Glückwunsch nochmal an meiner Stelle an Urs für diesen Triumph. Und ja, wir haben das gerade thematisiert. Der Urs ist noch sehr jung, sehr clever, macht das alles sehr, sehr gut. Und wir sind sehr gespannt, wie das weitergeht. Urs, schöne Grüße. Genau. Fleißig, mutig und bescheiden. Also genau richtige Eigenschaften. Genau, weiter dranbleiben, Vollgas geben und nicht abheben. Genau. Einfach so weitermachen. Genau, immer dann so weiter. Das eine runde, schöne Sache. Genau. So, und wir machen jetzt, wir gehen jetzt zur Mietwagenstation. Ne? Wir besorgen uns einen Mietwagen, beziehungsweise Matze macht das ja immer, ehrlicherweise muss man das sagen. Was hast du überhaupt für ein Auto, dass wir hier alles reinkriegen? Nee, ich habe extra ich weiß nicht, wie das heißt, also so ein Van-Ding, wo du hinten theoretisch noch so 7 Sitzer dabei hast. Also, mit Automatik, hoffe ich. Ich ja genau. Also an dieser Stelle auch an die Leute, ne, wer Portugal verfolgt hat, vielen, vielen lieben Dank. Es war diesmal eine automatische Schaltung. Danke, dass ihr immer mit unseren Codes bestellt. In diesem Fall entweder Beef oder Hoff, ne? Bei ESN.com, weil so können wir uns auch erlauben, einen Mietwagen mit Automatik für den Herrn Busse zu leisten. Das ist dann für alle wesentlich angenehmer. Also er hat ein großes Auto, weil wir sind jetzt eine Person mehr, ne? Wie ihr seht. Und ein, zwei Koffer mehr und dann geht's als nächstes Richtung Bude. Also bis später. Wir sind jetzt hier beim Mietwagen abholen bei Lisis und jetzt gibt's da von mir so Insider-Informationen. Hier ist nämlich so eine schöne Betonbank. Tim. Schön mit dem Diätarsch da drauf genau. Sitzen. Ne? Erklär mal den Diätarsch. Diätarsch ist, wenn man schön auf dem Muskel sitzt. Ich glaube, ich war der einzige Student in der Uni, der ein Sitzkissen dabei hatte. Ja, das sind so Veränderungen, die der Körper durchmacht. Klar, man achtet immer aufs Optische und auf den Hunger und so. Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Aber was sehr interessant ist, ist der Diätarsch. Also wenn man irgendwo sitzt, spürt man halt, wie die Knochen sich durchs Fleisch drücken auf den Beton. Und das andere, ich weiß, hast du es auch, bei mir sind das die Unterarme. Wenn ich irgendwo sitze mit einer Lehne im Auto oder halt auch im Flieger oder so, schlafen mir mega die Finger ein. Ja, ja. Weil da ist halt kein Fett mehr unter der Haut. Und dann klemmt man sofort irgendwelche Adern ab. Und auch beim Schlafen und so, das merke ich auch immer extrem. Und ich hatte sogar mal Hämatome am Hintern, also blaue Flecke. Wo ich wieder, was habe ich denn da gemacht? Gesessen. Dann habe ich einfach irgendwo hart aufgesessen. Und, weiß nicht, ob du das auch kennst, kennst du aber bestimmt, beim Duschen fällt mir immer auf, wenn ich mir die Haare wasche, am Hinterkopf. Irgendwann fängt das an, dass du die ganzen Dellen und Knochen so vom Hinterkopf so krass spürst. Also das sind so die weniger bekannten Diätauswüchse, wenn man auf Beton sitzen muss. Es gibt oder gab einen kleinen Zeitsprung, wie ihr vielleicht bemerkt habt, von der Mietwagenfirma direkt hier in mein Schlafzimmer. Gestern im Anschluss an den Mietwagen sind wir dann in die Bude gefahren. Wir waren einkaufen noch, das hat ziemlich lang gedauert. Und ich wollte eigentlich erst beim Einkaufen noch ein bisschen filmen, aber dann hat es mir alles zu lange gedauert und dann hatte ich Hunger und dann wurde es dann noch alles sehr spät. Und, aber ansonsten, was so passiert ist gestern, könnt ihr ja auch im aktuellen Rev One Video sehen, was seit heute Morgen schon online ist. Also schaut da unbedingt mal rüber, da gibt es die andere Perspektive. Heute haben wir trainiert, eben bei McFit. Ich habe Brust gemacht und ein bisschen Bauch.
Und Tim hat auch Brust gemacht, Trizeps glaube ich noch. Aber auch das könnt ihr dann im nächsten Rep 1 Video sehen, was dann morgen früh oder morgen Vormittag, denke ich, online sein wird. Ja, dann haben wir eben noch mal kurz einkaufen. Ich habe jetzt gegessen. Ich habe heute Nacht sehr schlecht geschlafen, muss ich sagen. Ihr hört es vielleicht, es ist ziemlich laut hier. Und ja, entweder macht man halt das Fenster auf, dann hat man halbwegs frische Luft. Und es ist mega laut, das ist auch eigentlich die ganze Nacht so, mehr oder weniger. Oder man macht das Fenster halt zu und dann erstickt man. Ich muss auch zugeben, mit der Hitze habe ich echt zu kämpfen hier. Also es sind jetzt, ich gucke mal kurz nach, auf jeden Fall über 30 Grad. 29 zeigt es jetzt an, eben waren es nur 31 und also gefühlt ist es auf jeden Fall noch heißer, es geht kein Wind hier. Das macht mich, wie gesagt, ganz schön fertig. Dann noch, wenn man dann noch warm gegessen hat nach dem Training, dann ist völlig vorbei. Deshalb gehe ich auch gleich duschen, aber ich wollte das Video hier noch zu einem Abschluss bringen und als inhaltliche Bodybuilding-Content sage ich euch jetzt mal, was ich so esse den ganzen Tag. Wer öfter meine Videos guckt, der weiß es ja ungefähr. Aber es ist vielleicht ganz interessant, was ich jetzt so aktuell kurz vom Wettkampf noch esse. Also ich esse morgens mein Reispudding, 150 Gramm aktuell. Dazu gibt es zwei große Scoops Whey-Protein. Heute Morgen gab es, ich habe es vergessen, ich glaube Banane und Schoko habe ich gemacht. Ja, jedenfalls zwei Scoops, ist ja egal welcher Geschmack. 150 Gramm Reispudding, dann habe ich heute noch insgesamt nochmal 650 Gramm Reis, macht also 800 Gramm Reis, was die Kohlenhydrate angeht. Dann habe ich meine gewohnten 1,2 Kilo Hühnchen und Gott sei Dank, heute ist ein Paket gekommen von der Fleischerei Schäfer. Wir haben jetzt wieder unser gewohntes, gutes, deutsches Fleisch von Basti. Vielen Dank an der Stelle. Gibt es heute Abend dann wieder 400 Gramm allerfeinstes Tartar und nochmal so 300-400 Gramm Gemüse. Genau, und dann gab es nochmal zwei Scoops eben, also das nehme ich aber aus dem Reis schon raus, den ich eben genannt habe, also diese 650 Gramm Reis, die verteile ich dann auf den ganzen Tag, also mit dem Hühnchen, mit dem Tartar. Und nach dem Training habe ich es gegessen mit nochmal zwei Scoops Whey-Protein, das war Vanille. Mein Milchreis ohne Milch, ne? Kennt ihr auch schon. Ja, also noch zusammenfassend, 800 Gramm Reis, vier große Scoops Whey-Protein, 1,2 Kilo Hühnchen, 400 Gramm Tartar und noch 50 Gramm Nüsse und ein bisschen Kokosöl zum Anbraten. Das ist das, was ich aktuell esse. Alles ganz normal, gewürzt, gesalzen. Ich trinke Wasser so viel, wie ich möchte. Ja, vielleicht sogar ein bisschen zu wenig bei der Hitze hier. Und ja, das ist relativ viel natürlich für kurz vor dem Wettkampf. Aber ja, ich bin ja schon in Form gewesen. Der Wettkampf in Portugal, da war ich ja schon in Form und wenn man dann die Form nur noch halten muss, beziehungsweise sogar aufpassen muss, dass man nicht zu viel verliert, dann kann man eben dann doch wieder relativ viel essen. Ich halte euch aber auf dem Laufenden, wie sich das im Laufe dieser Woche dann ändern wird. Heute ist kein großes Programm mehr, Gott sei Dank, weil ich habe ja das Schlafdefizit schon mit hier hingeschleppt und letzte Nacht nochmal ausgebaut. Deshalb wollte ich jetzt duschen, das Video fertig machen und dann haue ich mich kurz aufs Ohr und dann schauen wir, wie es weitergeht. Aber auch das könnt ihr dann im nächsten Video sehen, beziehungsweise bei den entsprechenden Videos von Rep 1. Also nochmal parallel, da kommen dann natürlich auch Videos. Schaut da auch mal rein, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Instagram gibt es natürlich auch immer Updates hier aus Alicante. Und ja, Wettkampf ist am Sonntag. Ist also noch ein bisschen Zeit für Videos und für Training und sich hier zu akklimatisieren. Euch möchte ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Gerne teilen, liken, kommentieren. Schreibt auch gerne rein, was ihr so auf meinem Kanal in Ergänzung zu Rep 1 gerne sehen wollt oder ob ihr irgendwelche Fragen habt. Und wie immer gerne bei esm.com bestellen mit dem Code HOFF. Könnt ihr mich supporten und natürlich auch zeigen, wie immer, dass solche Projekte, dass ihr da Bock drauf habt. Weil wir werden natürlich hier von ESN massiv unterstützt, was Reisekosten und Unterbringung, Mietwagen und so weiter angeht. Also danke nochmal auch an ESN. Aktuell gibt es 20% auf Protein und Aminosäuren und 10% auf alles andere mit dem Code HOFF. Also, danke, guten Pump, tschüss, bis morgen, ciao.